Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und oder halt schöne Feiertage. Und in diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Kurz vor Neujahr habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht und habe echt coole Pieces gefunden, muss ich sagen. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall neu am Start, neu in den Shops. Ein paar Sachen gibt es schon ein bisschen länger. Ein paar Sachen habe ich auch einfach mir mal überlegt, könnte man euch mal zeigen. Und dementsprechend dachte ich, komm, mach heute nochmal deine Favorite Pieces der Woche. Ich denke, wir reden gar nicht lange drum rum und fangen direkt an mit dem ersten Piece. Ja, los geht's. So Leute, das erste Piece, was ich gesehen habe, ist auch mit Abstand das teuerste Piece, aber eine nice College-Jacke, wisst ihr, sehr, sehr cool. Und ich habe in diesem Retro-Stil diese Bathing Ape, also Babe, Varsity Jacket gefunden. Und ich finde die sehr nice, habe ich noch nicht gesehen, oft online. Dementsprechend dachte ich, komm, nimmst du die mal rein. Natürlich, Preis ist gewaltig, aber ich denke, die kommt auch mal in den Sale. Die gibt es auch noch in einem anderen Colorway, in einem Schwarz. Cremefarben, aber mir gefällt in dem Colorway auf jeden Fall viel, viel besser. Und ja, keine Ahnung, ich fand die sehr nice. Deswegen, ja, gut, 1000 Euro sind 1000 Euro, also fast 1000 Euro. Aber immerhin ist es ein sehr, sehr cooles Piece. Und falls ihr Bock habt, so eine Jacke euch zu kaufen, hier gibt es sowas. Der ein oder andere gibt ja auch gerne mal Geld in die Hand. Ich finde sie auf jeden Fall sehr cool. Wirklich optimal gemacht mit diesem riesigen Buchstaben, hinten coolen Print drauf. Finde ich, es hat auf jeden Fall was. Und bei dem einen oder anderen Piece ärgert man sich im Nachhinein, weil wenn es einmal ausverkauft ist, ist es weg. Deswegen dachte ich, komm, ich nehme die mal rein. Und bevor man zum 10. Mal die Off-White Varsity Jacket oder sowas nimmt, habe ich gedacht, nehme ich einfach was anderes mit. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Piece Nummer 2 ist mehr casual, aber ich finde auch diese Jeansjacke, die es gerade bei Mango gibt, mit diesem Lammfell-Imitat innen drin, sehr nice, weil die hat so ein bisschen eine Retro-Optik. Und das finde ich gerade sehr, sehr cool. Die muss man nicht in der Größe kaufen, wie der quasi abgebildet ist. Mir wird jetzt quasi M vorgeschlagen, aber wenn ihr die zum Beispiel eine Größe größer nehmt, hat die einen sehr, sehr coolen Oversizing-Fit. Aber wer das Ganze auch ein bisschen mehr so, ich sag mal, in Richtung Casual tragen möchte, kann das Ganze so, finde ich, auch sehr, sehr cool stylen. Mir gefällt das sehr gut, wie das gestylt wurde. Die Schuhe sind vielleicht nicht ganz mein Fall. Ich würde noch ein paar Boots dazu kombinieren, aber dieser All-Denim-Look hat auf jeden Fall was. Und auch die Hosen von Mango gefallen mir echt gut. Ich habe ja selber eine. Also wer sowas sucht, kann das gerne abchecken. Die Jacke ist auf jeden Fall sehr gelungen. So, dann kommen wir zum Thema Air Force One. Und wie ihr alle wisst, ist dieses Thema Air Force One, ja, sehr, sehr seltener, begehrter Schuh, beziehungsweise die Leute kaufen ihn halt einfach wie verrückt. Und ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, ihr könnt den Schuh sehr, sehr nice personalisieren. Bevor ihr dann immer welche Editions kauft oder auf irgendwelche Releases wartet, könnt ihr den Schuh auch einfach so machen, wie ihr Bock habt. Ich habe den jetzt hier einfach mal in so einem, in Anführungsstrichen, Natural Grey Colorway vorbereitet. Man kann den auch ganz weiß lassen, man kann den nur ein bisschen beschriften. Man hat da verschiedenste Möglichkeiten zu personalisieren und das sind die ganzen Sachen, die man da ändern kann. Und das finde ich eigentlich sehr cool, muss ich sagen. Wer Bock drauf hat, kann das echt machen. Und nicht jedem gefällt natürlich das, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber das ist nur ein Beispiel. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, guckt einfach mal auf der Nike-Seite, da könnt ihr den echt cool customizen, so ein bisschen euren eigenen Stempel aufdrücken. Und ich finde diese Farbvariante echt nice, weil die kommt diesem, ich sag mal, Jordan 1 Natural Grey, der gehypteste Schuh, denke ich mal, der jetzt im kommenden Jahr, oder einer der gehyptesten Schuhe, der im kommenden Jahr rauskommt, wo ich auch wirklich drauf hoffe, dass ich ihn bekomme, sehr, sehr nah. Und ja, ist eine sehr coole Variante. Warum sollte man euch das nicht mal zeigen? Denkt einfach dran. Und sogar hier könnt ihr einfach eine schlichte weiße Variante bestellen. Und da gibt es zum Beispiel noch alle möglichen Schuhgrößen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Also wer Bock drauf hat, guckt da einfach mal rein. Sehr cool. Kostet allerdings dann auch 10 Euro mehr. Also der kostet nicht 110 Euro, sondern 120 Euro. Aber dafür einen Schuh quasi, den kein anderer hat, würde ich mir an eurer Stelle mal überlegen, falls ihr nur sonst wieder den gleichen All-White Air Force One holt. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Das nächste Piece ist eine sehr gelungene Farbe von Worst Behavior. Oversized Hoodie mit Drop-Shouldern etc. hat so hier auf der Brust relativ kleinen Worst Behavior. Premium Organic Cotton, ja, grüne Daumen ist auch drauf. Aber ich finde, das hat auf jeden Fall was. Auch hinten der Backscreen, der Backprint, finde ich, ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Ich mag die Farbe eigentlich und das ist genau das, was mir quasi, warum der Hoodie mir aufgefallen ist. Und vor allen Dingen, was ich auch mag, ist die Kapuzenaufteilung. Also die Kapuze, ich mag das nicht, wenn die Kapuze in der Mitte quasi geteilt ist komplett. Ich mag das mehr, wenn ihr diese Form hat, die sie quasi auch hier hat. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Trotzdem finde ich den Hoodie nice und den kriegt ihr gerade bei Zalando von Worst Behavior. Ja, sehr cool, sehr nice. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist etwas, wo ich sage, wow, da trifft man auf jeden Fall heftig den Zahn der Zeit mit. Und das ist das Thema Carhartt. Und in dem Fall gibt es jetzt hier bei Urban Outfitters so Carhartt Custom Taschen, also diese Tote Bags. Finde ich sehr gelungen, sehr, sehr nice. Das ist ein sehr cooles Piece, sehr cooles Accessoire. Toteback, Thema Toteback ist sowieso gerade so das Thema, was man so echt cool als Accessoire quasi tragen kann. Ich bin nicht mehr so der Fan von diesen Umhängetaschen. Gucci Mucci hier oder was weiß ich, Louis Vuitton da. Sieht zwar cool aus, aber ich finde das für mich so ein bisschen ausgelutscht. Ich finde das Thema Toteback gerade echt nice. Und ja, die Variante finde ich auf jeden Fall gelungen, dementsprechend auch sehr cool. Links findet ihr wie immer natürlich unten in der Infobox. Checkt das auf jeden Fall ab. Kommen wir zum nächsten Piece. Und als nächstes Piece ist so eine, ich sag mal, Teddyjacke, die ich eigentlich ganz cool fand, weil die ein bisschen gecroppt geschnitten ist. Und die gibt es gerade von Pull&Bear. Auch preislich finde ich sehr, sehr fair. Aber mir ist die prinzipiell darauf aufgefallen, weil sie erstmal besonders aussieht und weil sie einen sehr, sehr coolen Schnitt hat. Also diesen Crop-Schnitt. Ich denke, mit dem Hoodie drunter etc. sieht die wirklich mega fett aus. Gefällt mir echt optisch sehr gut vom Schnitt her. Materialien, ja, wie gesagt, muss man halt schauen, wie das Ganze quasi dann sich anfühlt, aber eigentlich Pull&Bear macht auf jeden Fall solide Sachen, deswegen kann man das auf jeden Fall mal ja, in Betracht ziehen. Ich finde sie sehr cool, ist in den 10 Favorite Pieces der Woche dabei. Was ihr daraus macht, müsst ihr entscheiden. Kommen wir zum nächsten Piece. Das nächste Piece ist ja so eine Over Flannel Jacket und ich finde den Colorway extrem gelungen und vor allen Dingen von Materialien, das was man so sieht, sieht sie sehr cool aus. Hat einen sehr coolen Schnitt, weil hier zum Beispiel hat man nochmal so eine Jeansjacke drunter kombiniert, das heißt sie ist ein bisschen oversized geschnitten, leichte Drop Shoulders, aber der Colorway und der Schnitt gefällt mir extrem gut. Erinnert mich sehr an meine Off-White Flannels und ich finde für 35 Euro ein legendärer Preis, also gut reduziert, hat auf jeden Fall was, sieht echt, also gefällt mir einfach. Wie gesagt, was ihr daraus macht, ist wie üblich eure Sache, aber ich finde sie sehr nice und ja, ich fand es nur ein bisschen lustig, wie das Ganze präsentiert wird, wenn ihr das in so einem Video guckt. Ist ein bisschen cringe. Aber die Jacke ist auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, ob ich die Präsentierung so nice finde, aber ja, checkt auch da gerne den Link ab. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece hat mich sehr verwundert, dass es so eine teure Jacke bei Zara gibt, weil die ist mir natürlich ins Auge gefallen, aber sie scheint wirklich eine hochwertig gemachte Lederjacke zu sein mit ja, hochwertigem, ich weiß nicht, es wird auf jeden Fall auch kein Lammfell oder sowas sein, aber finde ich sehr nice gemacht. Und die Jacke, also erinnert mich so ein bisschen an die Oldschool Saint Laurent Jacken, da gab es auch mal Jacken und das Coole daran ist, ihr könnt sie sogar wenden. Ich glaube nicht, dass sie sich so angenehm trägt, wenn ihr das Leder innen drin habt. Ich glaube, dann ist sie schon so ein bisschen drückend, aber hat eine geile Optik und ich finde es eigentlich ganz nice, dass diese Wendeoption mit drin ist, aber ich kann euch empfehlen, die wird auf jeden Fall nicht schnell ausverkauft sein, weil eigentlich Zara hat nicht so die Klientel dafür, dass solche Pieces relativ schnell weg sind. Dementsprechend vielleicht wartet ihr noch mal ein paar Tage. Der Sale wird mit Sicherheit demnächst losgehen. Und ja, ich finde sie aber sehr cool. Hat auf jeden Fall was. Und gerade diese Wendeoption noch mit drin, finde ich auf jeden Fall gelungen. Also farblich, Schnitt etc. finde ich wirklich 1A. Preis ist natürlich eine andere Sache, aber die Jacke ist sehr gelungen, sieht sehr cool aus. Kommen wir zum vorletzten Piece. Und das vorletzte Piece ist ja eine Art Stoffhose. Ich kann euch sagen, ich habe diese Hose selber und die sitzen sehr genial. Ich weiß nicht genau, wie sie es hier kombiniert haben und die sind sehr angenehm zu tragen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Hose sitzt. Ich habe die in einem dunkelblauen Colorway und ich kann jedem empfehlen, der so eine Hose sucht, checkt die auf jeden Fall ab. Ich finde die mega cool und ich habe die, wie gesagt, in dunkelblau auch in dem Video an. Sehr geniale Hose und das finde ich auch immer so ein leichtes Gimmick, was ich bei Uniqlo-Hosen sehr gerne mag, ist dieser Bändel, der innen drin ist, wo man quasi dann keinen Gürtel braucht und der Bund, der quasi so flexibel ist. Sehr cool. Gefällt mir extrem gut. Checkt auf jeden Fall gerne die Hose ab. Wirklich eine dicke Empfehlung. So, und dann kommen wir zum letzten Piece und das letzte Piece ist, ja, wen hat es gewundert, ein Essential Hoodie und die kriegt gerade noch Essential Sachen und zwar bei Essence. Dieser braune Hoodie zum Beispiel, meine wärmste Empfehlung, gibt es sogar noch im M, also in den coolen Größen auf jeden Fall am Start.
Und wenn ihr jetzt hier drauf geht und wir gehen mal ganz kurz auf Essentials, seht ihr zum Beispiel, dass es den auch noch in Schwarz gibt. Andere Klamotten, also jeder, der coole, ich sag mal in Anführungsstrichen, preislich faire Sachen sucht, checkt das auf jeden Fall ab. Essence, eine dicke Empfehlung. Auch die T-Shirts zum Beispiel. Kann ich echt jedem nur empfehlen. Ist ein cooles T-Shirt. Hat auf jeden Fall was. Und wie gesagt, hier ist der braune Hoodie, schwarzes T-Shirt. Sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen am Start. Also Essentials-Sachen kriegt ihr gerade noch zur Zeit bei Essence. Aber ihr wisst das, da müsst ihr mal schnell sein. Ansonsten sind die Sachen einfach weg. So Leute, das war es jetzt wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, die Sachen sind sehr nice. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ist natürlich eine Preissache. Was möchte ich an Geld ausgeben, etc. Zum Tipp habe ich ja gesagt, wartet eventuell noch auf den Sale. Aber die Sachen gibt es jetzt. Und ja, wer weiß, ob es die Sachen dann auch noch morgen gibt. Denn teilweise kennt ihr die ganze Geschichte, kann sowas immer mal schnell ausverkauft sein. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann wünsche ich euch noch keinen guten Rutsch, denn wir sehen uns am 31. lade ich nochmal ein Video hoch. Dementsprechend, Leute, bis die Tage. Ciao, peace.